Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich unterhalte mich mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast Carsten Hoffmeier. Schöne Grüße aus Berlin-Weißensee nach Berlin-Mitte. Ja, hallo, Sebastian. Ja, Grüße nach Weißensee aus Berlin-Mitte. Danke. Carsten, stell dich doch mal vor. Ja, ich fange vielleicht am besten damit an, wer bin ich? Also Carsten Hoffmeier ist schon bekannt und ich bin 2004 zu Wikipedia gekommen und habe da also mit dem Editieren angefangen. Da hat mich so ein bisschen diese Idee des Zusammenarbeitens, des Erarbeitens von Artikeln angefixt und so kam dann irgendwie eins zum anderen und inzwischen bin ich jemand, der also mit einer kleinen Firma für Leute, die sich mehr ums Tippen kümmern wollen, da Dienste rund um MediaWiki anbietet und bin halt als Wiki-Host da nett unterwegs und ja, versuche es für ein paar Leute, das Editieren, sagen wir mal, sorglos zu machen, was zumindest die technische Seite angeht. Ne? Hast dein Hobby zum Beruf gemacht? Im Grunde genommen ja, ja. Aber auch ein totaler Zufall eigentlich. Ich sage immer in dem Zusammenhang, ich bin irgendwann in einen dunklen Tunnel gestolpert, mit der Nase auf den Boden gefallen und als dann irgendwann mal wieder Licht am Ende war und ich was gesehen habe, ich gesagt, gesehen, dass das also quasi das sein könnte, was ich mache. Klingt also interessant. Das ist ganz zufällig. Also das ist, okay, ist eigentlich eine interessante Geschichte. Vielleicht kann ich da später noch ein bisschen erzählen von. Dein jetziger Benutzername ist KGHBLN. Richtig, genau. Na, und du hattest vorher einen anderen Benutzernamen? Genau, also bekannter bin ich von früher vielleicht als Marbot, also M-A-R-B-O-T, also Marbot, hart ausgesprochen. Und da habe ich quasi so zwischen 2004 und 2009 in der Wikipedia selber sehr viel gemacht. Zu der Zeit war ich auch noch nicht so mit dem technischen Kram befasst. Das kam erst später. Du hast deinen Account umbenannt? Nein, der Account Mabo, den gibt es immer noch. Ich benutze ihn halt eigentlich nicht mehr. Kannst du nochmal buchstabieren? Ich finde den gerade nicht. Also M-A-R-B-O-T. Okay, Marbot. Ja, also Marbot. Einer der wenigen Bots, die quasi Bots sind, aber kein Botfleck haben. Ja. Mhm. Es war immer lustig, dass ich dann hin und wieder mal auf anderen Wikipedien den Hinweis gekriegt habe, ich möge mich doch bitte um einen Botfleck bemühen. Mhm. Also sprich, das ist so ein kleines Zeichen, wo dann kenntlich gemacht wird, dass es eine Maschine ist. Und da habe ich gesagt, ja, nee, also mein Quellcode ist quasi natürlichen Ursprungs. Ne? Ich hatte im Kindergarten ein Kind in meiner Gruppe, ein Jungen, der hieß Marbot, aber das ist mit D am Ende, du bist was mit T geschrieben. Ja, das ist was anderes dann. Das kommt eher aus dem Französischen dann. Mhm. Ne? Es gab ja mal so einen General Marbot und der hat mich zwar nicht zu den Namen inspiriert, aber ich glaube, ich habe sogar seinen Artikel zumindest erst angelegt in der Wikipedia. Mhm. Das war ein General, der hat also im Umfeld Napoleons sehr viel an, ich meine, das waren irgendwie Tagebücher, die er da aus der Zeit im Generalstab hinterlassen hat. Und da gibt es also, von ihm sind die meisten Quellen aus dem Umfeld Napoleons während seiner Feldzüge wohl, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war nicht der Anlass, sich deinen Benutzernamen so zu benennen? Nein, nein. Es gab mal von Wolfgang, oder es gibt es immer noch, von Wolfgang Hildesheimer ein Buch, das heißt Marbot. Und das ist also eine fiktive Biografie und da heißt also der Held der Geschichte Andrew Marbot und er spielt also in der Zeit der Renaissance, meine ich sogar. Uiuiui, na. Und das Buch hatte ich kurz vorher gelesen und daher kommt das also zu diesem Abo. Ne? Mhm. Und dann war witzig, es gab mal also so einen Aborigine, der in Australien sehr viel gemacht hat und der heißt Mabo, also von der Aussprache her, also Mabo, M-A-B-O und
Und das da, ich habe zu Australien einen persönlichen Bezug auch, und das fand ich dann auch witzig, dass es sogar da auch noch was gibt, was zumindest phonetisch passend ist. Ne? Was hast du für einen Bezug nach Australien? Ich bin, ja, wie sagt man so schön, ja, nennt man das Migrationshintergrund, aber ich habe also australische Vorfahren. Ne? Um genauer zu sein, meine Frau Mama ist Australierin. Und ich im Grunde genommen auch, weil ich einen Pass habe. Aber ja. Bist du dort geboren? Nein, nein, nein. Also ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen und sozialisiert. So ist es. Also wer mich auch sprechen hat hören mal, der würde nie darauf kommen, dass ich Australier sein könnte, weil ich halt auch nur einsprachig aufgewachsen bin. Es war ein bisschen schade, aber ja. Also mein Englisch ist as good as your Englisch. Ja. Ach so, deine Mutter hat nicht Englisch mit dir gesprochen? Nein, nein. Aber damals, der Hintergrund war, damals wurde wohl ihr abgeraten, ein Kind zweisprachig zu erziehen. Und das war Anfang der 70er quasi. Und dann hat sie das halt doof, wie sie war, nicht gemacht. Und ja, neuere Stände der Forschung sagen, also wenn das Kind einen Bezugspunkt hat, also ein Elternteil nur Englisch, ein Elternteil nur Deutsch, dann ist das kein Problem. Mhm. Aber es ging darum, dass man dann wohl in sprachsprachig erzogene Kinder, dass die ihre Sprachfähigkeit nicht vollständig entwickeln können. Stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Was für ein dummes Zeug, ja. Ja, das ist schade, ist ja schade. Und dann meine Schwester hat darunter gelitten, weil sie dann halt mich und meine Schwester nicht ungleich behandeln wollte, sodass sie auch nur einsprachig aufgewachsen ist. Ist aber auch noch mal oh, schmerzhaft. Hm, okay. Ja, das ist halt, aber das ist dann wieder in dumm Sinn nachvollziehbar, dass sie da uns gleich behandeln wollte. Also insofern ein bisschen doof für meine Schwester, aber naja. Aber sagen wir mal so, meine Befehle habe ich trotzdem teilweise auf Englisch bekommen. Ja? Und wenn man auf die reagiert, dann, also das habe ich schon gelernt, ja. Und als du, wie bist du zur Wikipedia gestoßen oder auf die Wikipedia? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Also ich habe also jetzt letzte Woche anlässlich deiner Anfrage jetzt mal geguckt, was war meine erste Bearbeitung. Das war dann irgendwann mal so eine Bearbeitung im Artikel Kartoffel. Ich vermute mal, dass ich irgendwo, ich habe dann auch versucht, wieder herzuleiten, welches sein müsste, weil es war nur ein Tippfehler. Und in dem Monat war es nur ein Tippfehler, der in dem Artikel gemacht worden ist. Mhm. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass ich die IP, die ich damals war, mit der das gemacht wurde, dass ich das tatsächlich war. Ich vermute mal, dass das auch über einen Artikel oder über einen Nachrichtenbeitrag war, damals sozusagen in dem ersten Aufbruch, und dass ich da darauf gekommen bin. Wobei diese Bearbeitung war etwas früher. Ist schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Das ist jetzt tatsächlich schon zu lange her. Aber kannst du noch erinnern, was dich da fasziniert hat und dabei? Ja, das Tolle ist einfach, dass du quasi eine Seite siehst, du siehst einen Fehler, du kannst es sofort bearbeiten, du speicherst es und alle sehen gleich, oh, das ist also, es hat sich was getan. Und das ist unheimlich toll, und zu der Zeit war es auch noch so, dass man ja dann war ich ein bisschen ruhiger, und dann habe ich mich später erst, dann ein halbes Jahr später, dann wirklich direkt angemeldet. Und dann einfach so, ja, einen Artikel erstellen, irgendwas schreiben, was noch keiner wusste. Und oder sagen wir mal so, nicht so einfach zu erfahren ist. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und habe dann auch tatsächlich dann 5 Jahre, bis ich mich selbst excommunitisiert habe, so nenne ich es immer mal salopp, da Artikel geschrieben, aber auch, sagen wir mal so, auf der Diskussionsseiten über Artikel sprechen, oder wenn man mal einen Hinweis kriegt, mach das doch mal so und so. Oder dann habe ich mal so einen Artikel ein bisschen geschrieben, über so ein Flugzeug, das mich so fasziniert hat. Und da habe ich also, das waren vielleicht 6, 7 Sätze. Und dann kam dann irgendwie eine Stunde später Stahlkocher vorbei und hat dann quasi dann den verbessert, noch ein Bild reingepackt. Und das fand ich richtig toll, dass das jemand aufgegriffen hat. Und dann hat sich was getan. Und dann war der quasi, einen Tag später war der noch schöner, der Artikel. Und das fasziniert mich eigentlich heute noch. Wie gesagt, in der Wikipedia jetzt nicht so viel, also neue Artikel habe ich schon lange nicht mehr geschrieben, aber so, dass quasi was passiert, dass sich was verbessert, dass man in Kontakt treten kann mit anderen zu Artikeln, das ist immer noch eine faszinierende Sache. Oder jetzt zum Beispiel letztes Jahr
Da haben sie im Botanischen Garten Berlin zum Beispiel, der war ein Lieblingskaktus, den haben sie in der neuen, ja, wie nennt man das, Gattung zugeordnet. Und dann habe ich das sozusagen auf der Diskussionsseite angemerkt, dass ich also jetzt im Botanischen Garten Berlin jetzt ein neues Schild daran gesehen habe. Und kann man da ein Redirect erstellen oder soll man den schon verschieben? Und dann war tatsächlich, dann nach 2 Stunden kam jemand und hat mir dann gesagt, naja, machen zumindest eine Weiterleitung auf den bisherigen, bis das erstmal gesickert ist, dass das vielleicht anders zu nennen ist, lassen wir es mal so. Und das, ich finde das toll. Das ist begeisternd. Ja. Was ist dein Lieblingskaktus? Ich sag's mal mit dem alten Peresquia bleo. Das ist ein Laubkaktus. Peresquia bleo. L-B-L-E-O. Ach, so, das ist er. Genau. Mhm. Ja. Und ein Laubkaktus. Und der Wikipedia, die Bilder sind nicht so schön, aber der hat also richtig schön, wenn man zuerst davor steht, wird man es gar nicht erkennen, dass es ein Kaktus ist. Da muss man auf den zweiten Blick, sieht man aber dann quasi an den, ja, wie sagt man, den Stämmen quasi dann die Kakteen, die Dornenbündel, die dann quasi dann da dann da angeordnet sind. Das ist sehr schön, weil er, wenn er jetzt frisch sprießt, ein ja, bronze, dunkelgrünes Spross hat und mit so braunen und dann einfach richtig dann dieses hellgrüne Laub dann oder heller grüne Laub da drauf. Es ist einfach eine imposante, schöne Pflanze, die also auch da hier im Botanischen Garten ja auch schon seine 2,5 Meter hat. Ne? Die Fotos und Wikipedia-Artikel sind aus Venezuela und Französisch-Guyana. Richtig, genau. Da wächst der eigentlich. Also ein Kaktus, der in Südamerika, aber auch, darum haben sie es getrennt. Also Peresquien gibt es auch wohl in Nord- und Mittelamerika, aber die haben wohl irgendwie festgestellt, dass das in Südamerika, dass das wohl vielleicht eine andere Gattung ist. Ja. Ich habe ihn trotzdem lieb. Soweit man das bei einem Kaktus, von einem Kaktus sagen kann. Ja, und dann hast du da immer weitergemacht und dann erzähltest du, dass da irgendwie ein dunkles Loch passiert ist. Ja, ein dunkles Loch. Also sagen wir mal so, das war so ein Zeitraum, das war dann so 2009. Da habe ich mir dann 2-3 Mal, sagen wir mal, quasi eine schlaflose Nacht gehabt wegen irgendwelchen Vorfällen der Wikipedia. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, wirst du das erstmal geben, ne? Und dann ist es auch so, dann war ich also ein bisschen unleidlich und habe dann auch selber, sagen wir mal, Bearbeitung gemacht, wo man dann sagt, ja, das ist also eher störend. Ja, und da habe ich gesagt, jetzt gönne ich uns und mir auch mal eine Pause und dann, wenn ich mich wieder eingerenkt habe, dann geht es halt weiter. Ja. Was waren das für Vorfälle? Einmal war das mit einem Artikel, da habe ich also irgendwo eine Änderung vorgenommen. Ich weiß nicht, also im Grunde genommen was Triviales. Und dann, das war ein Neuling, dem ich da reingefuscht habe in seinen Artikel. Und da bin ich quasi so als, ja, unterm Strich bin ich als Nazi bezeichnet worden. Ne? Mhm. Und das hat mich ziemlich aufgeregt, weil das irgendwie kein Zusammenhang da war. Und ja. Also das hat mich zu der Zeit also nicht ruhig gelassen, ja, so bezeichnet zu werden. Und jetzt bin ich da etwas gelassener, weil ich dann denke, na gut, wenn man so blöd ist, was kann man da fast machen? Aber ja, und da waren ein, zwei andere Sachen, da habe ich gesagt, jetzt machst du erstmal eine Pause. Ne? Ist für das Projekt besser und für dich auch. Und inzwischen ist es so, dass ich einfach nicht mehr so die Zeit habe, in der Wikipedia selber dann mitzuwirken. Aber wie gesagt, trotzdem hat man immer noch schöne Augenblicke und Momente da. Ne? Mhm. Ja. Du hast damals noch einen anderen Beruf gehabt und bist dann aber umgeschwenkt. Richtig, genau. Ja, ich habe also beim Energiemakler gearbeitet und da ging das eigentlich nicht mehr weiter für mich. Und bin da dann weg und wusste dann nicht, was mache ich nun? Und dann habe ich mir überlegt irgendwie, naja, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, weil das im Grunde mal so die Geschichte erzählt, wie ich jetzt zu dem Wiki-Hosting gekommen bin. Und zwar habe ich gesagt, ja gut, was machst du nun? Na? Und habe dann überlegt, na, machst du vielleicht was so im dritten Sektor, für ein bisschen was Sozialeres, vielleicht sind das bessere Menschen.
Ja, ja, das waren so die Ideen, ja. Und habe dann also zusätzliche Ausbildung gemacht, noch zum Fundraising Manager bei der Fundraising Akademie. Und habe das dann auch tatsächlich die 2 Jahre durchgezogen, habe aber dann gemerkt, dass, sagen wir mal, ich da nicht so ganz geeignet bin. Weil ich, klar, wenn man mich anspricht und mit mir über irgendwas sprechen will, dann klappt das ganz gut. Aber ich bin nicht so die Frontsau oder die Vertriebssau, die dann quasi dann so ein Sprungprojekt hat und dann quasi mit Leuten spricht und dann das als Angebot zur Förderung dann diskutiert. Ne? Also ich bin da mehr reaktiv. Ne? Mhm. Das ist auch bei mir jetzt schon, wo wäre ich, wenn ich quasi Leute ansprechen würde, kann ich dir helfen beim Wiki und so weiter. So ist es mehr reaktiv, was jetzt bei mir dann ist. Und dann bin ich aber drauf gekommen, habe ich aber dann mit 1-2 Vereinen zusammengearbeitet, die also immer ihre Kontaktverwaltung mit oder sagen wir die Adressverwaltung mit Excel-Listen gemacht haben. Und dann hatten die 4.500 Datensätze da in der Excel-Datei und dann ist dann immer alle 4 Wochen war es so, dass dann irgendjemand eine Zelle gelöscht hat und dann war das alles verschoben. Mhm. Ja, und dann sind die also, sagen wir, quasi einmal im Monat durch und haben geguckt, wie passen denn die Zeilen zusammen. Und da habe ich gedacht, also das geht ja gar nicht. Also da müssen wir uns was einfallen lassen. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt dann Semantic Media Wiki entdeckt und habe dann quasi so eine Kontakt- und Adressverwaltung gebaut. Mhm. Und die wollte ich eigentlich groß an den Mann bringen. Und habe dann gesehen, dass quasi das Verwalten von der MediaWiki-Software gar nicht mal so einfach ist. Ne? Und bin dann dazu gekommen, gesagt, okay, dann biete ich, weil am Anfang ist ja noch nicht so viel los, dann biete ich das Hosting auch noch mit an. Und das ist jetzt im Grunde mein Hauptgeschäft. Ne? Mhm. Eine andere Schiene war, dass ich in der Zeit auch das Fundraising-Wiki sozusagen aufgesetzt habe und betreut habe. Und da natürlich auch gesehen habe, dass da gewisse Dinge macht man dann einfach falsch. Und das ist eine Sache, die da kann ich andere vor bewahren, diese Fehler zu machen. Dass sie einfach eine Plattform haben, die nachhaltiger ist und stabiler ist und auch vielleicht weniger Aufwand bedeutet. Ja? Mhm. Was dann auch günstiger ist eigentlich. Ja? Viele sind ja sehr enthusiastisch, setzen ihr Wiki auf und merken dann, es gibt schöne Erweiterungen, die funktionieren auch irgendwie. Aber dann geht es dann an die erste Aktualisierung. Und dann beim Skin ist man ja ganz verloren gewesen die Jahre. Und bei manchen Erweiterungen, gut, wenn man die falsch erwischt hat, dann ist man immer noch verloren, wenn man dann aktualisieren will. Und so kam das dann. Habe ich gesagt, Mensch, das nehme ich dann vielleicht Leuten ab und dann profitieren die einfach von der Erfahrung. Jetzt nennen wir die Erweiterung, ich kann sagen, ja okay, ist eine windige Geschichte oder sage zumindest, Mensch, wenn es soweit ist, das könnte ein Problem sein. Ne? Aber das ist so die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass ich dann zum Wiki-Hoster geworden bin. Also ne? du bist eine Ein-Mann GmbH oder ich, sowas? Nee, Einzelunternehmer sogar. Einzelunternehmer, ja. Wie heißt das? Hast du da das einen Namen? Die Gewerbeanmeldung lautet auf Hofmeier Fundraising. Mhm. Ja, also das ist immer wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie die Kunden so reagieren, also die meisten zahlen ja, wenn sie sozusagen bei Wikihoster nicht einen Vertrag haben, aber dann plötzlich die Rechnung mit Hofmeier Fundraising kommt, ne, und dann unten steht da nur drauf, für Wikihoster nicht. Ne. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das Impressum alles so klar gemacht, dass es also, ja, also stört keinen. Ne. Und dann, da kommen Leute zu dir oder benutzen deinen Dienst, die gerne ein eigenes Wiki haben wollen. Und, ist das dann für intern oder ist das stehen die im Web dann? Nee. Das sind 2/3 sind intern und 1/3 sind im Web. Mhm. Also es sind hauptsächlich Leute, die ein internes Wiki haben. Also wenn man von 2/3, ja, kann man sagen. Und genau, die kommen dann auf mich zu und sagen, Mensch, das, was du da hast, das reicht mir, was ich machen will. Oder ich gebe auch Anruf, Mensch, ich habe das und das vor, was rätst du mir? Und dann sage ich, kann man so und so machen oder nee, da spreche ich mal lieber andere an. Und ja, so passiert das. Aber die Leute finden mich in der Regel. Ja. Mhm.
und haben ein Problem oder ein Projekt, was sie machen wollen, und fragen mich dann einfach, wie man das am besten macht. Ich meine, es ist immer noch so viel, und das sieht man auch, dass viele einfach dann auch loslegen, also dann doch ihre eigenen Erfahrungen sammeln wollen und dann das Wiki installieren und dann da mitarbeiten. Ne? Ja, aber etliche finden mich dann doch irgendwie den Weg zu mir. Ne? Spätestens, wenn dann mal eine Aktualisierung schief geht oder so, und dann, das sind dann auch viele, die dann zu mir kommen, dann sagen, Mensch, was machen wir da? Und ich sage, ja, das gucken wir mal, dass wir das auf Vordermann kriegen, und dann ist es im Grunde genommen günstiger, wenn das bei mir hostest. Ne? Weil wenn ich jetzt für einen anderen das mache, dann klar, ist ja auch zeitfällig. Und bei mir ist es so, wenn dann mal das Wiki in meiner Farm drin ist, dann ist das Aktualisieren ist ja bei mir mit dabei, und dann läuft das dann eigentlich unterm Strich günstiger. Ne? Was unterscheidet dich von Wikia? Ja gut, sagen wir mal, was unterscheidet mich von Wikia? Aber gut, bei Wikia hat man ja die ganzen Werbeeinblendungen. Das kann man bei mir auch machen, wenn man das machen will, aber dann ist es so, dass die Einnahme quasi dem Betreiber des Wikis zugutekommt. Und bei mir ist es so, man kann seine eigene Domain auch haben. Schließlich immer so, wenn man irgendwie ein Projekt in Wikia hochzieht und dann umzieht, dann ist es so, dann liegt das immer noch bei Wikia, und wenn man eine eigene Domain hätte, dann könnte man quasi, dann ist es eigentlich von außen nicht erkenntlich, wer jetzt das Hosting macht. Ne? Und das ist, sagen wir mal, so für eine Kontinuität ist es dann, glaube ich, besser, wenn man, sagen wir mal, eine Marke hat und die dann vielleicht mit einer eigenen Domain betreibt oder sagt, okay, ich meine, ich mache es bei mir auch, wenn einer jetzt ein Projekt hat und dann umzieht, dann mache ich halt einen Redirect, dass zumindest, wenn man auf den alten Link klickt, dass man dann rüberkommt. Ich glaube nicht, dass das bei Wikia möglich ist. Also, ich meine nicht. Ja. Und bei Wikia ist es halt alles ein bisschen bunter. Ja. Ist eher so ein, ich glaube, die spezialisieren sich auch langsam auf Fandom. Richtig, genau. Sachen. Ja. Da ist, glaube ich, auch viel, viel mehr zu holen dann. Ja. Und ja, und bei mir ist es halt so, wenn einer kommt mit so einem Projekt, sage ich dann auch, also ich würde dann wirklich nehmen, man kann bei mir ja auch eine kostenlose Subdomain haben oder so, aber da habe ich dem einen oder anderen auch schon gesagt, nee, dann nimm dir für dein Projekt lieber eine Domain, bist du unabhängiger von der Namensgebung. Ja. Also die Beratung ist bei dir dann auch noch da? Im Grunde genommen ja. Ja, ich hatte auch schon Fälle, dass sich die Leute entschuldigt haben, dass es dann bei mir nicht klappt, weil ich dann gesagt habe, na, so und so, da bist du woanders besser aufgehoben. Also das, ja. Aber es freut einen dann trotzdem noch, wenn man dann, ja, weil letztendlich geht es mir auch um das Wiki, ne? Dass man auf Wiki Inhalte erarbeiten kann und da, sagen wir mal, für sich oder für andere einen Unterschied machen kann mit dem Hilfsmittel oder mit dem Instrument eines Wikis. Ne? Darum geht es mir eigentlich, dass man, ja, ich bin also schon Wiki-Enthusiasten, begeistert von Wikis, und das ist, sagen wir mal, wenn andere Spaß dann damit haben und ich dabei helfen konnte, dann freut mich das auch. Ne? Du entwickelst auch die Software? Nein. Es ist tatsächlich so, dass ich das Hosting mache und dann Aktualisierung, also die administrativen Aufgaben. Ja? Ich muss auch sagen, ich kann eigentlich gar nicht programmieren. Ne? Was ich also mache, ist also mehr so ein paar i18m-Geschichten, bei Semantic Media Wiki und so weiter, aber sagen wir mal so, es gibt genug schlechte PHP-Programmierer, und mich jetzt noch dazusetzen, will ich jetzt vermeiden. Ja, also ich kenne ja ein paar Entwickler, und wenn mal was zu machen ist, dann kann ich natürlich so eine Entwicklung auch vermitteln oder dann sagen wir mal sagen, jetzt machen wir das so und so. Also ich mache mehr dann Administration oder dann aus Erweiterungen, gibt ja die Hauptsoftware Media Wiki mit verschiedenen Erweiterungen, und quasi aus einem Kanon von zusätzlichen Erweiterungen veredel ich quasi die Software, die Hauptsoftware, und helfe dabei, quasi mehr draus machen zu können, als das jetzt gemeinhin zu erwarten ist von Wiki. Ja. Was ist i18m? Das ist die Internationalization, das englische Wort. Mhm. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, so die Übersetzung der Software. Ah ja, okay. Ja, also die ganzen Systemnachrichten und so weiter, alles, was damit zusammenhängt, dass quasi die Systemnachricht, die vom Entwickler, quasi Programmierer entwickelt oder festgelegt worden ist, dass die quasi dann in einer anderen Sprache
auf dem Wiki erscheint und dann, sagen wir mal, im richtigen Fall oder mit der richtigen, sagen wir mal, wie nennt man das dann, Gender, also mit dem richtigen Geschlecht quasi und so Sachen. Ne? Das sagen wir mal so die grammatikalischen Besonderheiten jeder Sprache quasi berücksichtigt werden. Ne? Und das machst du jetzt für dich oder fließt das zurück an MediaWiki oder Semantik MediaWiki? Das fließt zurück an MediaWiki und Semantik MediaWiki. Ich habe also, es gibt ja diese Plattform TranslateWiki.net. Mhm. Das hieß früher BetaWiki und da werden ja quasi die Erweiterungen, also MediaWiki an sich, beziehungsweise die Erweiterungen, die auf Git, jetzt seit neuestem auch auf Git vorhanden sind oder in Fabrikator, dem Repositorium oder der Software, die mit der Wikimedia da arbeitet, die werden ja da übersetzt. Und da habe ich tatsächlich auch 3 Jahre lang die ganzen neuen Systemnachrichten von MediaWiki übersetzt ins Deutsche. Mhm. Ja, also das ist also so 3 Jahre lang bis vor, sagen wir mal, 3 Jahren, habe ich also immer, was so an neuen Nachrichten war, habe ich dann ins Deutsche übersetzt. Das heißt, das landet dann quasi auch in der Wikipedia dann die Woche später. Ah, cool. Ja, weil das ist das Versprechen, wenn man auf TranslateWiki.net quasi dann Übersetzung anfertigt, dann wird das dann rübergespiegelt und dann erscheint das in der Wikipedia. Und jetzt haben das andere übernommen, diesen Ja, Ort. Genau. Also sagen wir mal so, ist, ja genau. Also einer, der hauptsächlich das macht, wie ich das vorher gemacht habe, wir haben das eine Zeit lang parallel gemacht und er hat im Grunde genommen abgeklatscht. Ne? Und ich mache mehr jetzt spezifische Übersetzungen, was Semantik Media Wiki und Erweiterungen im Umfeld von Semantik Media Wiki angeht. Ne? Da war ich so ein bisschen als ich aufgehört habe, da hat also TranslateWiki.net eine neue Benutzerinterface entwickelt. Mhm. Und das hat mich eher aufgehalten als geholfen. Und dann hat mir das dann zu lange gedauert, ne, dann Übersetzungen zu machen. Und und so bin ich dann ein bisschen davon abgekommen. Mache jetzt tatsächlich, konzentriere mich ein bisschen und verzettel mich auch nicht mehr so wie vorher. Ne? Weil da habe ich dann früher wirklich alles, was kam, gemacht. Und jetzt konzentriere ich mich tatsächlich, dass sozusagen die semantischen Erweiterungen zumindest auf Deutsch dann übersetzt vorhanden sind. Und ich meine, das Interface bei TranslateWiki.net ist jetzt auch super, aber es ist ein bisschen schwieriger. Es ist also jetzt quasi für mobile Endgeräte auch besser geeignet, aber man sieht halt immer nur so 10, 15 Nachrichten auf einmal auf dem Bildschirm und das ist für mich dann schwierig, konsistent zu übersetzen. Ja, wenn dann eine Nachricht kommt, dann wieder dasselbe Wort erfordert, wie habe ich das in der Nachricht 10 vor davor nochmal übersetzt, weil manchmal gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie das machen kann. Und dann immer hoch und runter scrollen, das war mir dann zu viel. Und vorher hat man tatsächlich so eine nackte Zeile gehabt fast und hat dann, sagen wir mal, 40 Systemnachrichten untereinander gesehen und dann hat man einen besseren Überblick gehabt. Ja. Mhm. Ja. Also war spartanischer, aber für meinen Zweck, also für die reine Systemnachrichtenübersetzung, fand ich es besser. Jetzt ist es natürlich so, diese Erweiterung Translate, die da genutzt wird, die kann man natürlich jetzt, was vorher nicht ging oder da war es nicht so gut, die kann man jetzt natürlich wunderschön benutzen, um Inhalte in einem Wiki zu übersetzen. Ja? Mhm. Und die wird ja auch auf diesen MediaWiki.org dazu genutzt, quasi die Dokumentation der ganzen Software-Erweiterung zu übersetzen. Ja? Mhm. Und da passt das dann ganz gut. Ja? Da fehlen eigentlich nur noch die Leute, die dann Übersetzungen machen. Ja? Aber das ist natürlich dann wieder ideal. Das ist dann auch wieder eine Verbesserung. Ja. Also es kommt immer auf den Einsatzzweck an, glaube ich. Ja. Was gut ist oder nicht so gut. Ja. Ich bin noch ein bisschen neugierig, was so die Anwendungsfälle für ein gehostetes Wiki sind. Ich weiß nicht, ob du über Kunden nennen darfst, aber vielleicht kannst du das auch verallgemeinern sagen, wenn es nicht direkt geht. Was sind das für Wikis? Ja, also sagen wir mal so, Kunden nenne ich jetzt nicht, sagen wir mal so, die öffentlich sind und von mir gehostet werden, das kann man irgendwie rausfinden, wenn man das wissen möchte, aber ich habe jetzt mit keinem gesprochen, ob ich ihn nennen darf. Es ist tatsächlich so, das beginnt beim Stadtwiki und hört dann beim Wiki auf, das quasi dazu genutzt wird, eine Doktorarbeit zu erarbeiten. Also Dokumentation von
von Quellen, die gefunden worden sind und dann das Erarbeiten quasi in einer Doktorarbeit in einem Wiki. Ja, das dann quasi so, um dann so die Rohform, die Rohfassung zu machen, bevor das dann wahrscheinlich in irgendeiner anderen Textverarbeitung dann gemacht wird. Aber dann auch wissenschaftliche Projekte habe ich dann meine Veranstaltung, die über ein Wiki dann, für die ich ein Wiki mal gebaut habe. Also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Und das ist das Schöne, jedes Wiki ist wirklich total anders. Mhm. Ja, also da gibt es keine, eigentlich kaum Überschneidung. Klar, wenn man jetzt ein Stadtwiki hat, die sind im Groben ähnlich, ja, weil das Thema ja ähnlich ist. Aber auch da sind die Herangehensweisen durchaus unterschiedlich. Und wenn es dann in den privaten Bereich reingeht, das ist dann, da ist wirklich jedes anders. Ja, und das ist das Schöne, weil man dann sieht, so ein Wiki kann man für echt viele Anwendungszwecke nutzen. Und es kommt dann immer wieder mal einer, wo ich dann staune, was, dafür machst du ein Wiki? Klasse. Ne? Wo ich dann denke, ja, also das ist eine, und das ist das Schöne an dieser Wiki-Software. Man kann so viele Dinge machen, teilweise Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass es möglich ist. Und ich habe ein Wiki, da weiß ich bis heute nicht, was da gemacht wird. ja, aber ich finde das trotzdem klasse, ja, weil das genau für den Zweck, den es benötigt wird, eingesetzt wird. Und das ist das Schöne. Ja. Ich meine, man sieht es ja aber auch an der Wikipedia in dem Sinne. Wenn man sich die ganzen Hauptseiten der Sprachausgaben anschaut und dann die ganzen Vorlagen und so weiter, dann gleicht im Grunde genommen, obwohl sie ja alle enzyklopädisch unterwegs sind, hat man doch komplett andere Anmutung oder andere Anordnung, ganz andere Inhalte werden teilweise zu bestimmten Themen hinterlegt. Und das ist das Schöne. Ne? Also im Grunde diese Vielfalt. Ne? Man meint gar nicht, wenn man jetzt sich die französische Hauptseite anguckt und dann jetzt die deutsche Wikipedia, ist das dasselbe Ding. Irgendwann mal sieht man es dann vorne am Logo. Okay, das muss irgendwie Wikipedia sein. Aber andere Dinge sind ja doch durchaus schon unterschiedlich. Ne? Und das ist halt toll. Wenn ich es richtig raushöre, dann ist es auch nicht immer so, dass das irgendwie Kollaborationsobjekte sind, Projekte sind, also wo Leute zusammenarbeiten. Nein, das sind auch teilweise Wikis, die von einer Person benutzt werden, um Dinge zu hinterlegen, zu verwalten, die dieser Person wichtig sind. Ich habe auch mein eigenes privates Wiki, mit dem ich da, gewisse Texte oder wenn ich im Internet was finde und sage, okay, wenn die Seite jetzt irgendwann mal weg ist, dann brauche ich nicht ins Webarchiv, sondern die wichtigen Dinge habe ich mir dann quasi bei mir drin, so Notizen quasi. Ja. Ich benutze es teilweise sogar als Notizblock, ne? Kann man fast sagen. Mhm. Da gibt es halt andere, die das auch machen. Cool. Siehst du irgendwie eine Entwicklung bei der Software MediaWiki, so was sich jetzt so abzeichnet, was in dieser Zeit passiert, was interessant ist? Ja, ich habe jetzt den Eindruck, dadurch, dass ja da an der Spitze der Wikimedia Foundation da ein paar Wechsel gab, dass sie im Moment noch so ein bisschen dabei sind, sich so zu sortieren. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass sie da noch in so einer Umbruchphase sind. Und da im Moment wird also jetzt noch viel, ich glaube, jetzt auch noch eher diskutiert, in welche Richtung man gehen kann. Jetzt war also quasi in den letzten 2 Wochen so eine Umfrage, was gerade für Entwickler vielleicht von Belang ist. Was können wir machen, dass ihr euch besser fühlt oder dass man da besser vorankommt? Oder gibt es Dinge, die wir machen müssen, damit man einfach besser Erweiterungen entwickeln kann oder die Infrastruktur, die wir quasi bereitstellen, um Erweiterungen zu entwickeln, ist da irgendwas, was gemacht werden kann? Oder auch die Software betreffend selber, gibt es da Dinge, die eigentlich geändert werden müssen, damit man dann besser vorankommen kann? Ja? Also ich glaube, da ist im Moment immer noch so eine Umbruchzeit, wo man jetzt gucken muss, was draus wird. Ne? Und es gibt ja auch die Stakeholders Group, das ist so eine Gruppe von, Dritten quasi, von Parteien, die quasi nicht Wikimedia Foundation sind, aber doch sehr mit Wikis und der Software MediaWiki beschäftigt sind, die da quasi auch
sich Gehör verschaffen wollen. Und dann sahen also Themen, die jenseits der Foundation und deren Anforderungen bestehen, dass die also Gehör finden. Ne? Da ist und, heute Telco von der Stakeholder Group, heute 16 Uhr. Richtig, genau. Ja. Ja, das ist also einmal im Monat und dann ist es auch so, dann gibt es auch Offline-Meeting. Also jetzt zum Beispiel in Frankfurt bei der SMB-Con, da hatten wir dann am ersten Tag, am Tutorial-Day, habe ich dann also auch nochmal anderthalb Stunden quasi freigeschaufelt, dass sich die Leute, die da interessiert sind, auch treffen können. Mhm. Für mich ist es ein bisschen schade. Ich bin ja einer, der quasi für dritte Parteien Wikis betreibt oder pflegt, dass ich halt dadurch, dass ich halt alleine bin, sehr stark in der Semantik-Media-Wiki drin bin, mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Ne? Sodass ich so ein bisschen, bisschen im Hintergrund bin da. Ne? Wobei ich natürlich agierende Leute, also wie jetzt Marc Hershberger oder Markus Glaser von Hallo Welt jetzt durchaus auch kenne, oder jetzt Richard Heigl, die da stärker involviert sind und da natürlich auch auf deren Einschätzung vertraue und ja auch mit ihnen gesprochen habe und weiß, wofür sie stehen. Also insofern denke ich, dass wir da einen richtigen Weg haben. Der Richard Heigl war auch schon hier im Podcast, glaube der zweite oder dritte, habe ich mit ihm gesprochen. Ja. Gut, dann war das sicherlich auch schon mal Thema, denke ich mal. Ja, auch so ein bisschen hörte ich so ein bisschen eine Abhängigkeit und eine Spannung zu vom Wikimedia Foundation raus. Was ich so gehört habe, ist halt, dass zumindest in der Vergangenheit die Wikimedia Foundation, ich meine, die haben ja auch bloß ein paar Entwickler, so unter 10 oder sowas, die am MediaWiki Core arbeiten. Mhm. Und da war was schon sehr, also wenn man da überlegt, wer was bei Facebook und Google da dran sitzt, an mehrere 10.000 ja. Leute, ist ja. Das schon seltsam. Und die machen dann halt auch nur Sachen, die der Wikipedia nutzen. Richtig, also mal primär, ja. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Es hängt aber auch tatsächlich auch von den handelnden Personen ab. Also es gibt durchaus auch, ich meine, es sind jetzt schon mehr als 10, aber es gibt durchaus auch welche, die dann, wenn man mal so einen Bug meldet oder man einen Wunsch hat, dass man das und das besser machen könnte, die das durchaus auch aufnehmen. Mhm. Dann gibt es aber auch welche, wo ich dann denke, naja, da prallt das dann ab. Ne? Also das ist unterschiedlich. Manchmal habe ich, sagen wir mal, so den Eindruck, dass es Leute gibt, die denken, dass also freies Teilen freien Wissens nur auf erstmal nur auf MediaWiki-Wikis stattfinden kann und dann auch nur welche, die von der Foundation betrieben werden. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber das hängt tatsächlich von einzelnen Personen ab auch. Ja? Und dann ist es klar, ich meine, Wikipedia ist natürlich schon, oder die anderen Projekte, das ist natürlich schon der Hammer. Ne? Das ist ja eine der am meisten besuchten Seiten der Welt. Dass da natürlich ein Hauptfokus drauf ist, kann man nicht verübeln. Ja, ja klar, wenigstens, also das muss zumindest funktionieren. Ja, also das kann man auch verstehen, dass man so. Richtig, ja. Also da hat keiner was dagegen, aber es ist schon so, dass sagen wir mal, man schon, also ich glaube, es gehört schon zu der Mission der Foundation, dass man auch Möglichkeiten schaffen sollte, jenseits von Wikis, die von ihnen gehostet werden, auch die Möglichkeit zum Teilen und Darstellen freies Wissen schaffen muss. Das ist meiner Meinung nach Teil der Mission, die auch die Foundation hat. Ja? Weil es gibt sehr viele Wikis draußen, es gibt sehr viele kreative Wikis, es gibt sehr viele Themen, die auch sehr wichtig sind, aber in dem Sinne auch nicht unbedingt immer enzyklopädisch verarbeitet werden können. Und dann ist es, und das gehört auf jeden Fall dazu. Ja? Und dann hat man da natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Jetzt mal so eine Präsentation irgendwie in einen Wikipedia-Artikel reinbauen, das ist eher nicht erwünscht, weil es auch nicht zu dem Fokus passt. Ja? Aber es gibt durchaus Sachen, wo man über Software diskutieren kann, über andere Themen, Wasserwirtschaft und so weiter. Da muss man dann Möglichkeiten haben, dann auch mal eine PowerPoint hochzuladen oder irgendwie darzustellen. Ja? Da hat man dann andere Möglichkeiten der Darstellung, ist man nicht ganz so eingeengt. Das gehört dazu, meiner Meinung nach, freies Wissen zu schaffen und zugänglich zu machen. Mhm. Ja, und das sollte man also auf jeden Fall in der Foundation bedenken. Ja.
Da hat sich ja in den letzten Jahren, kann man schon sagen, mindestens 2, 3, sehr viel getan mit der Wunschliste, mit Umfragen, welche Richtig, Dings genau. gemacht werden. Wikipedia Deutschland ist auch sehr, sehr aktiv geworden von sich aus. Richtig, genau. Und wenn ich das mitgekriegt habe, haben sie jetzt auch aufgestockt in dem Bereich. Da ist jetzt noch eine zweite Person dazugekommen dieses Jahr, die sich da ein bisschen drum kümmert. Weil das ist natürlich auch eine wichtige Arbeit, aber die kann auch schon ins Detail gehen. Ne? Mhm. Und dann herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist und wie das technisch realisierbar ist und dann diese ganze Koordination mit Entwicklung und so weiter, das ist schon, das erfordert schon Aufwand und Zeit. Und manchmal ist es auch sehr schwierig, Dinge umzusetzen. Ne? Aber jetzt zum Beispiel diesen Revision Slider, den Wikimedia Deutschland entwickelt hat, den finde ich eigentlich sehr gut, wenn man dann so in der Historie von Artikeln browsen möchte. Ja, das war so im Hintergrund. Also ich glaube, ein Artikel, wie war vor 10 Jahren, kann durchaus auch mal interessant sein. Ja? Ich komm mit dem Ding noch nicht so richtig zurecht. Das muss irgendwie mal, braucht man ein Video oder so. Ja. Also sag mal, man muss sich schon dran gewöhnen. Ja? Mhm. Aber es ist jetzt schon so weit, dass ich sagen kann, es ist schon brauchbar auch. Ja? Es ist vielleicht eine Sache der Gewohnheit dann auch. Ja, ich meine, am Anfang gab es ja massive Widerstände gegen den Medienbetrachter. Ich selber fand den super von Anfang an, habe gar nicht verstanden, dass man den nicht haben wollte. Mhm. Aber das ist vielleicht eine Sache der Gewohnheit und des Umgangs damit. Ja. Oder was ich ja liebe, ist jetzt früher Liquid Threads oder Flow. Also sprich, so ein System auf den Diskussionsseiten, wo ich dann denke, naja, sowas in die Wikipedia reinzukriegen, ist dann schon schwieriger, ne? Weil da aber auch anders diskutiert wird, ne? Und da andere Anforderungen sind vielleicht. Ne? Und ja, sagen wir mal so, je heißer die Diskussion, desto schwieriger ist es natürlich für so eine Erweiterung wie Flow mitzuhalten. Ne? Mhm. Und dann ist es klar. Aber ja, zum Beispiel ich wiederum habe mit dem Visual Editor immer noch meine Probleme. Ja, und ja. Ach, an den habe ich mich jetzt schon gewöhnt. Ja, das ist eine Sache, die ich nicht hinkriege irgendwie. Ja, also das ist, oder was halt, ich kriege sie schon, aber ich habe jetzt nicht die Lust, mich richtig damit zu beschäftigen. Und weil ich halt mit dem normalen Editieren, mit dem Wikitext halt schneller vorankomme. Ja, aber ich habe auch noch nicht gesagt, Carsten, jetzt setze dich mal einen Tag hin und jetzt gehst mal durch und jetzt machst du mal wirklich 2, 3 Tage Artikel aufräumen der Wikipedia, das und das und nur mit diesem Visual Editor und dann. Danach habe ich es auch drauf. Ne? Ist vielleicht auch so eine Sache, will man es oder will man es nicht und so Geschichte. Ne? Und schön, dass man es nicht muss. Also man kann ja durchaus produktiver sein mit unterschiedlichen Tools. Richtig. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Ja, also ich denke, gerade Innovationen und so weiter sollten am Anfang vielleicht schon erstmal freiwillig da sein als Opt-in und dann mit der Zeit, wenn man sagt, okay, das hat eine gewisse Akzeptanz gewonnen, dann kann man sagen, okay, wollen wir jetzt alle damit beglücken. Ja? Mhm. Weil an dem Punkt können wir auch sagen, wenn dann eine gewisse Akzeptanz bei einer gewissen kritischen Masse von Benutzern da ist, dann kann man sagen, okay, da sind, sagen wir mal, so Bugs, die gröbsten Bugs raus, man kann einigermaßen damit arbeiten, es ist sinnvoll, es hilft Leuten. Und dann kann man sagen, okay, ist das jetzt eine Sache, wo wir dann auch Leute mal zum Glück zwingen müssen? Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, wo man dann sagt, dann machen wir ein Opt-in mit einem Opt-out oder sagen wir mit einem Opt-out dann eine Umstellung oder so. Aber das sind so Sachen, die, ja, das geht nicht vom Start an. Ja? Das ist, hat man ja gesehen beim Visual Editor. Vielleicht war auch der Medienbetrachter am Anfang so, dass man da so viele Probleme waren, dass man sagt, okay, also für die Allgemeinheit war es vielleicht nicht so doll. Ja? Aber es ist in vielerlei Hinsicht ist eine Akzeptanzgeschichte. Ja? Und auch, wie gesagt, persönliche Vorliebe. Ich liebe Flow und nutze es und möchte gar nicht mehr anders diskutieren, aber das ist halt meine Macke. Ja. Ja. Und das ist ja schön, dass jeder seine Macke hat. Ne? Und wenn man da auch diskutieren kann im freundlichen Umgang, dann passt das auch. Ne? Ich sehe gerade, dass der im Deutschen der Revision Slider übersetzt in Versionsblätterer. Ja, das war schon drin. Den habe ich nicht übersetzt. Mhm. Da ist die Frage, vielleicht ist das sogar die richtige Übersetzung. Also ich bin auch noch, ich habe es auch schon gesehen, habe überlegt, naja, ändert man das jetzt nochmal?
Ja, Versionsbrowser könnte man es vielleicht nennen, aber dann ist es schon wieder uneindeutig, was ist mit Browsen gemeint. Blättern ist auch irgendwie, ist es manchmal richtig schwierig, eine adäquate deutsche Übersetzung zu finden. Ne? Mhm. Darum haben wir ja Benutzergruppen wie Oversighter oder Check-User. Das ist meiner Meinung nach als Bezeichnung Unding, aber so etabliert, dass man es nicht mehr ändern kann. Ja? Da sind wir aber wenigstens noch im Englischen. Ne? Aber ja, es ist manchmal ist es schon ein Hammer. Wie übersetze ich es jetzt? Ne? So Dinge hatten wir auch. Ich glaube sogar, der Medienbetrachter, das ist ein Ding von mir. Das habe ich, glaube ich, mal übersetzt. Ne? Mhm. Also, ich glaube, den Schuh muss ich mir anhängen. Ich habe auch mal gehört, dass Leute den Begriff absolut bescheuert finden. Also, ja. Aber da möchte ich auch ein bisschen Verständnis für die Übersetzer bitten. Manchmal ist es also echt, in dem Moment auf die richtige Übersetzung zu kommen, ist schon manchmal, braucht vielleicht mehr Zeit als die man dann hat, wenn man dann abends um 9:30 dann nochmal eine halbe Stunde Systemnachrichten übersetzt. Ne? Und da passiert ja recht viel. Da hat man jeden Tag hat man 6-7 Änderungen auf jeden Fall. Ne? Man meint gar nicht, dass da so viel doch passiert. Ne? Und Versionsblätterer. Ja, vielleicht nicht ganz glücklich, aber gut, jetzt haben wir uns dran gewöhnt. Es gab auch keinen großen Aufschrei, also ist das jetzt der Begriff. Ne? Das jetzt nochmal zu ändern, ist, glaube ich, schwieriger, als es jetzt so zu belassen. Und und ist natürlich so, man weiß manchmal auch nicht unbedingt, was auf einen dazukommt. Also auf einmal kommt von heute auf morgen dann so ein Repo wird angelegt mit den ganzen Übersetzungen, muss dann Übersetzungen machen und Sachen, die auch isoliert in Anführungszeichen da sind. Ja. Zum Beispiel bei den ganzen semantischen Erweiterungen weiß ich ja, worum es geht und kenne die ganzen Erweiterungen. Da ist eine Übersetzung natürlich, wenn man ad hoc mit dem Thema nicht befasst ist, massiv schwerer, als wenn man die Software kennt und weiß, was gemeint ist. Ja, da ist dann wieder fast mehr die Gefahr, dass man zu sehr im Jargon vielleicht agiert. Ja, das ist dann wieder die andere Seite der Medaille, dass man dann da vielleicht Übersetzungen macht, die zwar fachlich, sachlich richtig sind, aber die dann trotzdem keiner versteht. Ja? Mhm. Und jedenfalls, trotzdem macht das Übersetzen viel Spaß da. Also es hat immer viel Spaß gemacht. Ne? Und ich freue mich, dass das also auch dann auch live ist und dann, dass da andere dann, sagen wir mal, eine positive User Experience haben. auch so ein Wort. Ne? Ist die Zeit des Wikis, die Hochzeit schon vorbei? Nein, denke ich nicht. Es gibt so viele Einsatzzwecke. Das Wiki ist ein Instrument, gewisse Dinge zu machen, wie der Blog für andere Dinge. Das Wichtige ist, Podcast hat seine Berechtigung. Da gab es vielleicht auch mal Hochzeiten, mal traurigere Zeiten. Und jetzt kommt es vielleicht wieder ein bisschen. Es kommt immer darauf an, was man machen will. Und ich glaube, das ist das ist im Orchester ein Instrument oder andere. Ja, es ist immer die Frage, kann man es bespielen, kann man es richtig bespielen, ja? Kann man es richtig nutzen? Und dann hat das seine Berechtigung. Und ich denke ja. Also du meinst, dass es seine Berechtigung nicht mehr verlieren wird? Glaube ich nicht. Nein. Aber auch jetzt nicht so den großen Durchbruch, weil davon hatten, man kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren sind wir eben auch aufgebrochen mit der Message oder mit der Bestimmung und mit dem Wunsch, auch den Leuten Wiki beizubringen und dazu bringen. Und in dem politischen Rahmen hat es ja die Piratenpartei versucht, Politik darüber zu machen. Das ist eingeschlafen. Wiki erkenne ich eigentlich nur Wikipedia und Wikia als große Nutzer. Mhm. Und ich weiß aber, dass im Softwarebereich es tausende, Millionen wahrscheinlich sogar Wikis richtig gibt. Gerade in Firmen ist sehr viel. Und da haben Leute ihre eigenen Wikis, dann haben sie noch in der Gruppe ein gemeinsames, dann gibt es noch ein Firmenwiki. Ja, also ich denke, Wiki ist etabliert jetzt. Ja. Also es ist kein Aufbruch mehr da, aber Wikis haben sich schon etabliert. Und jetzt hat man auch ein bisschen mehr Erfahrung. Ja.
Also ich habe manchmal auch Anfragen, wo ich dann eben sage, naja, und wie soll das dann weitergehen mit dem Wiki? Naja, dann melden sich Leute an, machen Bearbeiten. Dann sage ich, naja, Erfahrungen zeigen andere Dinge. Ja, also man braucht schon, also ein Wiki braucht schon auch immer einen Enthusiasten, auch jemand, der dann auch mit dabei ist. Ja, aber das ist genauso, wenn man einen Blog beginnt und dann nach einem Jahr aufhört zu bloggen, dann bringt es nichts. Ne? Und ja, genauso ist das bei Podcasts. Also in dem Bereich Anwendungsfall ist das schon ja, etabliert. Und ich meine, der Durchbruch ist ja geschafft. Also eine der meistbesuchten Seiten der Welt wird mit einem Wiki betrieben. Ne? Und das, also wenn das kein Durchbruch ist, weiß ich nicht. Ne? Es ist die Frage, ist es die Breite oder so, ist es allgegenwärtig? Das bestimmt nicht, aber das muss es auch nicht, weil dafür ist es nicht gedacht. Ne? Dieses WhatsApp oder wie das heißt, das macht man so für kleine Kurznachrichten. Das hat jetzt quasi die SMS abgelöst. Aber was anderes kann ich damit jetzt nicht groß machen. Ne? Mein Eindruck. Ne? Mhm. Also das ist halt ein anderer Einsatzzweck. Ja. Ja. Ja, insofern, ja. Es ist natürlich immer noch so, dass ein Wiki immer noch ein bisschen Angst macht. Manchmal. Vielen. Ja, weil jetzt muss ich, ja. Und ich meine, es liegt aber auch daran, ich meine, wir haben ja angefangen vor 10, 15 Jahren, sagen wir mal salopp. Mhm. Und gerade die ganze Entwicklung, die die Software mitgemacht hat, die ganzen Neuerungen, eine neue Syntax oder ein neues Tag oder so, mit dem man Dinge machen kann, das haben wir peu à peu gelernt über die ganzen Jahre. Jetzt komme ich neu dazu und habe ein Instrumentarium, das schier unüberschaubar ist, das vielleicht auch da an der anderen Seite sperrig ist. Und dann ist natürlich so, dann ist man natürlich erschlagen. Mhm. Ja, dann, ich kann es schon verstehen, dass das da eine höhere Hemmschwelle dann ist. Ja, und dass man vielleicht mit so einem Instrument wie so einem Visual Editor dann versucht, da so ein bisschen die Hemmschwelle wieder rauszunehmen. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem eine komplexe Software, mit der man extrem viel machen kann. Und wenn man extrem viel machen kann, hat man extrem viele Möglichkeiten, die man am Anfang nicht so überschauen kann. Aber ich meine, wir haben das Mentorenprogramm, man kann sich Hilfe holen oder man stellt einfach Artikel ein, ein anderer kommt, macht Bearbeitung und man guckt in der Versionierung, was hat er denn für Änderungen gemacht und schaut sich da was ab. Ich mache es auch nicht anders. Mhm. Ja, einfach mal gucken, was macht ein anderer jetzt mit dem, was ich gemacht habe? So habe ich auch angefangen. Ja, und, ich surfe hier gerade durch Wikipedia nach dem Namen Wiki. Es ist gleichzeitig auch eine Marke für Dauerbackwaren der Firma Wilhelm Kienartz. Ach du liebes bisschen, ja. Ja, und es ist auch eine, ich glaube, eine dänische Textilfirma, die Bikinis unter der Marke Wiki vertreibt. Ja, ja. Ja, gut, also ein Bikini zu haben, wäre natürlich auch noch eine Sache. Ein Wiki-Bikini, genau. Ja. Also, oder eine Badehose, nicht schlecht. Ja, machen die eigentlich Schwimm- oder Bademode? Ich war also jetzt hier mal in einem Sportgeschäft und da wurde ich also sehr direkt zurechtgewiesen, was wollen Sie denn jetzt, Schwimm- oder Bademode? Naja, also ich wollte so einen Badeschlüpper haben, mehr nicht. Also ja, ob das jetzt Schwimm- oder Bademode ist, weiß ich doch nicht. Ne? Lieber Gott. Naja, also es ist Schwimmmode wohl, habe ich gehört, was ich da haben will. Ja, Bademode wäre dann, sagen wir mal so, das mit den Blüten, wo man dann am Strand sitzt. Also ich habe es nicht ganz kapiert, aber da gibt es einen Unterschied. Ne? Ach, in den USA habe ich das gesehen, dass die so mit weiten Shorts baden. Damit kann man nicht schwimmen mit den Dingen, man geht dann sackartig. Richtig, ja, ja, aber man muss es irgendwie so tragen. Also ich glaube, wenn man mit so einer schönen Badehose, wie wir es haben, da auftaucht, wird er eher schief angeguckt. Wenn ich gerade verhaftet wegen Exposition, ja. Ja, ja. Wer weiß. Uiuiui, naja, okay, also naja, es ist halt wieder alles great again, naja. Wo wir gerade bei der Wikipedia sind, wenn du jetzt mal für kurze Zeit König der Wikipedia wärst, was würdest du anordnen? Uiuiui, also das ist immer eine ganz schwierige Sache, ja, weil man kennt ja seine Mann teilweise, man hat ja lange auf der Wikipedia gearbeitet, also was würde ich sagen? Naja, also beim Diskutieren quasi, dass sich jeder ein bisschen zurücknimmt und dann sagen wir mal nicht, dass sich quasi sobald eine Diskussion anfängt, sich zu überschlagen, dass man sagt, okay, jetzt macht jeder mal eine Pause, denkt nochmal nach und argumentiert dann am nächsten Tag oder so. Also ein bisschen den Affekt rausholen. Das gilt auch für Fehlbearbeitung, so nenne ich es mal, Diskussion darum oder auch, dass man einfach Sachen
wirklich, wo man von vornherein weiß, das ist eine streitbare Änderung, dass man tatsächlich dann sagt, okay, so eine Art Verpflichtung vielleicht erst mal eine Diskussionsseite, das Kunden zu tun, dass man vorhat, das und das zu machen. Ne? Okay. Und dann schon mal da nicht unbedingt, klar, man kann jetzt irgendwann mal sich tot diskutieren, aber zumindest ein bisschen mehr Ruhe reinbringen in gewisse Themen vielleicht. Gerade auch was Software angeht, ja? Dass man dann etwas entspannter, mit ruhiger Hand quasi dann an die Sache rangeht. Ja? Ansonsten. Ich unterstütze das. Ja, ansonsten würde ich fast, ja, was soll man als König so sagen? Also, ja. Friede auf Erde und eine gute Gesinnung für jeden Mann. So ist es ja. Genau. Du hast, ich bitte immer meine Gäste, ein Bild auszusuchen, entweder eins, was eine Bedeutung für sie hat, oder eins, wo sie selber drauf sind. Du hast drei Bilder rausgesucht, ja, ja, die eine Bedeutung für dich haben. Dann lass uns da mal durchgehen. Das erste Bild ist ein Blatt Papier, was auf eine U-Bahn-Wand, U-Bahnhofwand geklebt ist. Und da steht drauf, wir bitten, während der Zugabfertigung keine Auskünfte einzuholen. Genau. Das hat mir so die Bedeutung, ich habe früher, das war an der Useestraße und das war wahrscheinlich mal ein Aufkleber, der tatsächlich von den U-Bahn BVG dann genutzt worden ist. Ja. Mhm. Das ist irgendwann mal auf einem Pfosten gewesen, da war so ein Abfertigungshäuschen an der Stelle vorher. Ach das so. Wurde dann entfernt und dann kam quasi das zum Vorschein. Das ist quasi so noch ein bisschen so eine Reminiszenz an meine Zeit, die ich auf dem Wedding verbracht habe. Ich habe also da 8 Jahre auf dem Wedding gelebt. Mhm. Und und das während der Abfertigung sozusagen, das ist so, manchmal hat man so den Eindruck, so das Motto, bitte nicht stören beim Wiki. Ja. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, auch so auf der anderen Seite, da sind wir wieder im Wiki-Bereich, ja, bitte nicht stören. Mhm. Und das kann man so reininterpretieren in dem Sinne, ja. Und dass das quasi so eine Art Mahnung ist, so wollen wir es nicht machen. Das Foto ist ja in dem Sinne auch so, das ist ein vergilbter Alterzettel, also es ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Du hast es gemacht, das Bild, ne? Das habe ich selber gemacht, genau, ja. Und es ist auch so, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, letztendlich sind ja alle Artikel, die man macht, die Bearbeitung, die man macht, das sind Geschenke. Mhm. Ja, und die nimmt man an oder man nimmt sie nicht an. Und so sollte man es auch sehen. Manche Geschenke werden nicht angenommen und sich deswegen reinstressen in gewisse Dinge ist schwierig. Ja. Aber die Leute, die quasi sagen, mal sagen, bitte nicht stören, sollten sich aber auch vor Augen halten. Ja. Es gibt auch andere Ideen, ja, zu einem Artikel. Mhm. Ja, und man neigt ja, wenn es der eigene Artikel ist, eher zu dem bitte nicht stören als Artikel Fremder. Ja, aber klar, man kennt sich ja nicht überall aus und kann nicht überall einen Beitrag leisten. Das zweite Bild zeigt ein Stück Himmel und unten ist noch eine Bogenlampe zu sehen. So ist es, genau. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, in der ich wesentlich aktiver war in der Wikipedia selber. Und zwar wurde das mal an einem Fotoworkshop aufgenommen. Und zwar habe ich das aus Versehen. Ich wollte meine Kamera zücken und habe irgendwie, war die Blende quasi schon offen und ich habe dann einfach auf den Auslöser geklickt und ich fand das Bild einfach so witzig, wie quasi so ganz verschämt an der Seite nur so eine Bogenlampe reinragt. Aber letztendlich ist es so, einmal die Gemeinschaft an dem Tag, das war ein schöner Fotoworkshop, den wir da in Berlin gemacht haben. Und andererseits, wenn man den Himmel schaut, er ist schön blau, die Future ist breit, ja, wo man sagt, okay, also ja, wir haben eine schöne Zukunft vor uns. Ja. Wir sollen uns jetzt durch den aktuellen Unsinn, der teilweise da weltweit geschieht, nicht beirren lassen. Wir müssen dran glauben, dass es quasi jetzt wird es schon wieder fast hochpolitisch, wir haben eine schöne Zukunft vor. Wir haben was Schönes erarbeitet, gesellschaftlich auch. Wir haben echte Probleme, wir müssen Dinge verteidigen, wir müssen Dinge, die sich verschlechtern, verhindern. Aber trotzdem, wenn man auf die Zukunft schaut, sollte sie schön sein. Ja? Und das Bild ist so, ja, kann so ein Aufruf sein.
Das dritte und letzte Bild ist ein graues Bild. Da sieht man, das, ich glaube, Elisabeth Lüders Haus heißt das, ein Regierungsbürogebäude aus Beton und Glas und einer Treppe. Und auf der Treppe sieht man die Beine von jemandem, der sich da niedergelegt hat. Genau. Das war sogar vom selben Tag. Da war es, das war auch witzig, weil das eigentlich, schade, das Bild trifft es nicht ganz. Ist, wenn man eine etwas andere Position zu dieser Person eingenommen hat, sah es so aus, als ob man quasi nur über Beine liegen. Man hat nicht gesehen, dass da ein Oberkörper dabei ist und die ganze Treppe ist frei. Und das war einfach von dem Arrangement unheimlich, ein unheimlich interessantes Bild. Die Aufnahme, wie gesagt, gibt es zum Teil nicht wieder, weil man den Oberkörper sieht. Mhm. Aber das ist wie so ein Gesamtkunstwerk, aber trotzdem ein Schnappschuss. Mhm. Ja? Mhm. Und das war so, ich habe immer noch die 2 Meter, die ich daneben stand, etwas zurückgesetzt, habe ich immer noch im Kopf. Das Bild sehe ich immer noch, ohne dass ich das Bild mir anschaue. Immer hin und wieder denke ich nochmal dran. So toll fand ich das. Das ist wie so eine Art Kunstwerk. Eine lebende Person, man sieht aber tatsächlich nur die Beine und diese eigentlich triste oder graue Kulisse und dann ist irgendwie doch noch ein Funken Leben drin. Ne? Das aber zuerst nicht so wirkt. Ne? Ja, ich wünsche dem Bild, dass es einen Artikel findet, das zu liegende Personen auf Treppe am Spreeufer JPG passt. Ja, vielleicht so Artikel Schnappschuss, ja. Gibt es bestimmt. Ne? Bestimmt und ist voller Schnappschüsse. So ist es, genau. Ja. Das ist mal interessant, das gucke ich mir nachher an. Musik hast du ausgesucht von Milk of Source for Lovers. Eine britische elektronische Musiker macht es. Du meinst aber, das ist jetzt nicht so dein vorrangiger Musikgeschmack, sondern das ist das erste Musikstück, was du gefunden hast, was hörbar war. Was man auf jeden Fall in einen Podcast auch mit reinbringen kann. Es hat mich an etwas erinnert, was ich gerne gehört habe. Und also ich höre durchaus eher schnellere Sachen eigentlich. Ja, also, gut, das kriegen also die Hörer. Ja, ich schrecke auch nicht unbedingt vor GABA zurück oder so. Ne? Also insofern, also nicht für einen Podcast geeignet. Ne? Trotzdem gefällig, aber dann auch wieder vor Lovers, ja. Mhm. Komm, habt euch doch mal lieb und dann geht's mal wieder weiter. Ne? Alles immer, klar. Ja, also wenn man will, kann man alles rein, dass es dann doch ein rundes Bild ergibt. Ne? Verstehe. Das ist der Sound dazu. Alles klar. Mit diesen Worten kommen wir zum Ende unserer Sendung. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr interessant. Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, Sebastian. Ja, wir treffen uns mal auf einen Kaffee, gell? Auf jeden Fall. Unbedingt. Ja. Bis dahin. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.